Smartwatches müssen nicht immer teuer sein. Deswegen habe ich heute für euch zwei Modelle von der Marke Harman. Ich zeige euch, worin sich diese beiden Uhren unterscheiden und wie sie sich im Preis-Leistungs-Verhältnis schlagen. Kleiner Hinweis von mir, am Ende des Videos verlosen wir die zwei Modelle jeweils einmal. Also bleibt dran. Ich bin Ole, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. Zuallererst zum Thema Preis und Lieferumfang. Die Harman Fitwatch 4900 kostet gerade einmal 49,99 € und die Harman Fitwatch 5910 kostet 69 €. Ihr seht schon, die Preisunterschiede sind allerdings auch nicht so groß, dementsprechend haben sie auch nur kleine Unterschiede bei den Funktionen. Dennoch möchte ich euch den Vergleich geben, denn für den ein oder anderen ist eben genau dieses eine Feature, welches es mehr gibt, sehr wichtig. Bei beiden Smartwatches ist natürlich eine Bedienungsanleitung und ein Ladekabel mit dabei, welches per USB an ein Netzteil angeschlossen wird. Dieses Netzteil ist nicht mit dabei, allerdings finde ich es gut, dass man das Ladekabel per Magnet an der Uhr befestigt, um diese dann zu laden. Nun zu den Uhren an sich. Dort werfen wir gleich mal einen Blick auf das Äußere. Wir werden uns übrigens die Uhren in der Reihenfolge des Preises anschauen, um dann auch immer das eine Feature herauszufiltern, was ihr für mehr Geld bekommt. Also die Fitwatch 4900 und die 5910 haben ein Gehäuse aus Edelstahl und PVC. Zudem besitzen sie ein Armband aus Silikon. Durch den Edelstahlrahmen wirken beide Uhren sehr hochwertig und fassen sich gut an. Das Tragegefühl am Handgelenk ist spitze, dadurch, dass sie eben auch nur 1 cm dick sind, wie auch zum Beispiel die Apple Watch 7. Das hätte ich bei dem Preis wirklich nicht erwartet. Die Fitwatch 4900 und 5910 wiegen beide 35 Gramm, dadurch liegen sie im Schnitt beim gleichen Gewicht wie auch Smartwatches der ganz großen Hersteller. Zudem sind beide Uhren wasserdicht nach IP68 und sind somit auch fürs Schwimmen geeignet. Die Unterschiede bei den technischen Daten sind wie schon erwähnt gering, allerdings hier mal eine Übersicht. Fangen wir an mit der Fitwatch 4900 und den Messfunktionen. Gemessen werden kann hier die Herzfrequenz, die Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorienverbrennung, Schlaf, Tempo, Trainingszeit und Schritte. Bei der Fitwatch 5910 habt ihr auch wieder alle diese Messfunktionen. Hier kommt dann allerdings noch die Messfunktion Swolf mit dazu. Das wird jetzt nur den Schwimmern unter euch etwas sagen, denn Swolf ist ein Wert, den man beim Schwimmen zum Auswerten benutzt. Soweit zu den Messfunktionen, werfen wir mal einen Blick auf die zusätzlichen Funktionen. Und wieder fangen wir bei der Fitwatch 4900 an. Diese bietet euch Benachrichtigungen, Bewegungserinnerungen, einen Entspannungsmodus, die Musiksteuerung, einen Nicht-Stören-Modus, Sportmodi, die Stoppuhr, Telefonsuche, einen Timer, Wecker und die Uhrzeit. Also alles, was man ebenso an einer Fitwatch bzw. Smartwatch braucht. Ganze drei Funktionen bei der Fitwatch 5910 gibt es mehr. Also wieder alle Funktionen, die die 4900 auch hat. Zusätzlich gibt es GPS, eine Wetteranzeige und Aktivitätserkennung. Drei Funktionen, die sich als sehr nützlich erweisen können. Jetzt nochmal einen kleinen Blick aufs Display und klein trifft es hier sehr gut. Bei beiden Uhren hat das Display 1,3 Zoll. Ich finde das Display leider etwas zu klein und das in Anführungsstrichen Full-Touch-Display, was Harman hier bewirbt, beschränkt sich halt auf den Bereich, wo eben das Display ist, also nicht die gesamte Vorderseite. Zwei technische Daten, die noch wichtig sind, sind Akkulaufzeit und Konnektivität. Die Akkus der beiden Uhren sollen laut Harman bis zu 6 Tage halten und ja, ich habe sie leider noch keine 6 Tage in Folge benutzt, aber aktuell läuft es in etwa darauf hinaus. Bei der Bluetooth-Funktion setzt Harman bei beiden Uhren auf Bluetooth 5.0. Jetzt habt ihr einen wunderbaren Überblick über die beiden Modellvarianten und könnt selbst entscheiden, welche ihr braucht. Wenn ihr wissen wollt, wie man so eine Harman Smartwatch einrichtet, dann schaut gerne bei unserem Video zur Einrichtung der Harman Smartwatch 5910 rein. Dieses ist jetzt oben rechts im Bild und in der Videobeschreibung verlinkt. Harman bringt außerdem zur IFA dieses Jahr noch mehr neue Smartwatches mit einem runden Design raus. Also wenn ihr diese Uhren auch sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo auf unserem Kanal da, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir und Harman wollen euch als kleines Dankeschön fürs Zusehen die beiden Uhren schenken und deswegen hier das Gewinnspiel. Ich habe in diesem Video eine dreistellige Zahl versteckt. Wenn ihr eine dieser Uhren gewinnen wollt, dann schreibt in die Kommentare, wozu ihr diese Smartwatch nutzen wollen würdet. Wir losen dann am 30. September 2022 die zwei Gewinner aus und schreiben diese dann ebenfalls in die Kommentare. Ihr habt danach 7 Tage Zeit, uns eure Kontaktdaten und die dreistellige Zahl per Mail zuzuschicken. Unsere Mailadresse findet ihr unter unserer Kanalinfo. Ist die Zahl korrekt und ihr habt euch in den 7 Tagen gemeldet, schicken wir euch den Gewinn zu. Bis dahin, viel Glück!
Ja, und das war's auch mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr uns und diesen Kanal unterstützen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!